Also, fängt schon mal ganz gut an. Ich war am Kölner Flughafen. Wir sind extra früh losgefahren mit meinem Bruder und Stau und dies und das. Und dann hat sich herausgestellt am Flughafen, dass ich nicht von Köln aus fliege, sondern von Düsseldorf aus. Dann habe ich auf die Schnelle einen Taxifahrer gefunden und der hat mich jetzt nach Düsseldorfer Flughafen gebracht. Meinte, es wird irgendwie 180 Euro kosten. Ich kam noch mit 150 Euro plus 5 Euro Trinkgeld davon. Jetzt bin ich am Düsseldorfer Flughafen und ein Koffer von mir war komplett mit Werkzeugen, also ist mit komplett Werkzeugen. Und jetzt haben die ein bisschen Angst gemacht, dass das eventuell nicht mit kann. Und dann hat sich das doch herausgestellt, dass ich das mitnehmen darf. Was aber nicht aufgefallen ist, ich habe 8 Kilo mehr, als ich eigentlich haben darf. 30 Kilo darf ich habe 38 Kilo. Das hat sie irgendwie nicht interessiert und meint, okay, kannst du durch. Ja, jetzt bin ich soweit hier und habe jetzt meine Karte bekommen. Und jetzt werde ich Richtung Gates weiterlaufen, bin meine schweren Koffers losgeworden. Und jetzt kann ich ein bisschen chillen, ein bisschen was essen, ein bisschen was trinken, ein bisschen die Zeit vertreiben, bis mein Flieger da ist. Mit der Hoffnung, dass es keine anderen Probleme mehr gibt und ich heile und munter da ankomme und wieder meinen Urlaub genießen kann. Bis später.